Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelis von Lessen, energetischer Heiler. Östrogenmangel energetisch behandeln. Heilen ist wäre das andere Wort, aber Heilversprechen dürfen wir nicht abgeben. Also wir kümmern uns in diesen Östrogenmangel oder die Östrogenprobleme da abzustellen. Das ist Sinn und Zweck dieses Videos. Dann schauen wir mal. Ich arbeite, wie man so schön sagt, mit der Intuition. Dann schauen wir mal, was da für Informationen kommen, um das Thema zu bearbeiten. So, oh ja, da gibt es schon einige, die sich dafür interessieren. Gut, dann machen wir diesen Mangel, nehmen wir einfach mal raus aus dem System unseres Avatars, also die, der die Zuschauer abbildet, und spielen mal ein ausgewogenes Gleichgewicht des Östrogens für, also in der richtigen Dosierung ein. Das passiert jetzt. Man muss sicherlich auch unterscheiden, dass eine Frau vor der Menopause da einen anderen Östrogenspiegel hat als danach. Das ist ja klar, ne? Also es muss eben angepasst sein für die Frau in der Lebenssituation. Und auch ein Mädchen, auch eine Frau hat sicherlich auch einen anderen Östrogenspiegel. Also je nach, wie sagt man so schön, Geschlechtsreife geraten. Ne? Das wäre ja vielleicht das Wort. Klingt ein bisschen fütterlich, aber ich glaube, das ist, hängt damit zusammen. So, Östrogenmangel. Ich würde erstmal auf die physikalischen Gründe gehen. Physikalisch sind es die Eierstöcke, da wird Östrogen hergestellt. Nebenniere auch und ein bisschen im Fettgewebe, so habe ich es verstanden. Aber wir gehen vor allen Dingen auf die Eierstöcke. So, oh ja, die sind wie, fühle das, dass sie so wie so ein Stein sind. Und dann nehmen wir mal aus dem rechten Eierstock alle Energien, die da nicht reingehören. Raus, 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 raus. So, die Info war gerade sowas wie Umweltgifte, die sich da auch reinsetzen. Also wenn wir nehmen ja Nahrungsmittel zu uns, bewusst oder unbewusst, die manchmal nicht so toll sind, um es mal so banal zu sagen. Und dann nehmen wir mal den rechten Eierstock, waschen wir den mal in meinem Modell heiligen Wasser. So alles, was da nicht reingehört und den Eierstock vergiftet, das waschen wir jetzt mal raus. Okay. Das fühlt sich deutlich besser an, wenn ich das vergleiche zu gerade. Dann geben wir dem rechten Eierstock noch mal ein bisschen gute Energie. Das ist gut. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Ort genau die Hormone da gebildet werden. Aber nehmen wir den Bereich, wo die im Eierstock diese Östrogene geproduziert werden, den nehmen wir nochmal besonders raus. Alle Blockaden, die da drauf sitzen, raus, raus, sind vielleicht ein paar Zellen, die das produzieren. Raus, 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 raus. Auch mal gute Energie noch drauf. Gut, das haben wir. Dann können wir zum linken Eierstock gehen. Alle Energien, die da drauf sitzen, raus, 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 raus. Nochmal in die Umweltgifte noch mal rauswaschen. Oder Nahrungsmittel, Dinge, die da nicht reingehören. So im
kurzen Worten könnte man sagen, Östrogen macht eine Frau aus. Natürlich hat eine Frau auch Testosteron, ist klar. Aber die Mischung ist eine andere als beim Mann. Mann hat auch Östrogene, eben viel deutlich weniger als die Frau. Und bei der Frau eben mehr. Ich weiß gar nicht, ob man das in Milligramm, das wird man sicher messen können, aber vernünftigen Östrogenspiegel, vielleicht kann man das sogar untersuchen lassen, bestimmt. Da sind doch die Frauenärzte ganz gut bewandert, nehme ich mal mit an. Gut. Könnten Sie theoretisch vorher, nachher, nach dem Video, die Kontrolle, ob das was im Spiegel gemacht hat, ne? Ja, sage ich gleich. Das ist gut. Noch einmal gute Energie drauf. Super, ich glaube. Dann nehmen wir noch die hormonbildenden Zellen, Drüsen, die da drin sitzen, auch nochmal separat raus. Machen wir die auch nochmal frei. Dann haben wir es beide Seiten wunderbar im Griff. Was Sie tun können, unabhängig von dieser energetischen Reinigung. Ich bin eine Frau. Ich bin eine wunderhübsche Frau. Ich bin eine richtige Frau. Dass Sie sich auch vorstellen, eine Frau zu sein, richtig Frau zu sein. Umgekehrt, beim Mann würden wir das genauso machen. Das System auf eindeutig Geschlecht zu programmieren. Ich meine, wir sitzen in einer Zeit, wo der Zweifel immer da ist, ich weiß nicht, 76 Geschlechter, ich möchte mich da gar nicht weiter zu äußern, aber eine Definition, wo Sie sich sehen, macht was mit Ihrem Körper. Und nutzen Sie das dazu, sich so zu definieren, wie Sie sich fühlen wollen. Ne? Also wenn Sie als Frau männliche Aktivitäten machen, rennen, stark kämpfen und dann brauchen sie mehr Testosteron. Dann entwickeln sie sich als Frau logischerweise mehr zum Phänotyp des Mannes hin. Wenn sie Frau sein wollen, dann wäre das kontraproduktiv. Also das äußere Verhalten spiegelt sich dann im Körper wieder. Nicht, dass man nicht als Frau nicht laufen darf, aber diese Überanstrengung braucht eben mehr Testosteron. Ne? Und der Körper schüttet das natürlich aus, wenn er das braucht. Ne? Dann zusätzlich zu dem Ganzen wird das vom Gehirn aus gesteuert. Oder die entsprechenden Starterhormone werden von da aus losgeschickt, Östrogene zu produzieren. Und da gehen wir auch hin. Ich weiß es nicht, ob es die Hypophyse ist. Die macht ja eigentlich alles. Hat es die Hauptdrüse, dass sie diese auch, aber die nehmen wir uns einfach mal vor. Oder wir können ja alle anderen Drüsen damit dazu packen, damit ich es ganz richtig. Also alle Energien, die da stauen im Kopf, machen wir die Hypophyse frei und alle anderen Drüsen auch, um sicher zu gehen. Die fordern die Bildung von Östrogen, die fordern die Bildung von Testosteron. Die fördern die Bildung von Progesteron, also von allen geschlechtsbildenden Hormonen. Heilen wir diese Drüsen im Kopf auch. So, das fühlt sich gut an. Gut. Egal, auch wenn Sie theoretisch zu wenig hätten, Sie können sich das, die Hormone
gedanklich produzieren. Ich hatte bei einer Ausbildung jemand dabei. Wir waren auf der Fahrt, ich will gar nicht sagen wohin, und wir haben darüber gesprochen, über allgemein Thema. Und da sagt er: Weißt du eigentlich, dass ich eine Frau bin? Ich sage: Was? Bart, Haare, sah 1000%ig aus wie ein Mann. Und der hat mir dann erzählt, er nimmt jetzt gar keine Hormone mehr, sondern er stellt sich vor, dass er die Hormone produziert, um ein Mann zu sein. Ein Mann in dem Testosteron, weil er eben ein Mann sein wollte. Was ja legitim ist. Also geschlechtsangleichende Operationen hat er, glaube ich, nicht gemacht. Also Brüste ja, aber sonst nichts. Aber das ist ein schönes Beispiel. Er kriegte das hin, Bartwuchs auszusehen wie ein Mann, nur weil er sich gedanklich darauf eingerichtet hat, ein Mann zu sein zu wollen. Und wenn Sie sich darauf einrichten, eine Frau sein zu wollen, dann denken Sie, dass Sie eine Frau sind. Obwohl Sie ja auch sowieso eine Frau sind, aber dann bestärken Sie das noch einmal. Also diese Bildung der entsprechenden Hormone können Sie geistig auch anschubsen. Machen Sie es einfach, ne? Vielleicht mache ich noch gleich eine kleine Routine dazu. So, okay, das war jetzt mal die physikalische Geschichte. Also die Hormone, die im Körper gebildet werden, werden durch den Blutkreislauf überall hin transportiert. Das ist der Weg, ne? Also es ist nicht wie eine elektrische Leitung, das sind die Nerven. Die Hormone werden durch den Körper geleitet und gelangen ja auch in alle Körperzellen und machen da was, ne? Machen diese Aktivität einer, ob man eine Frau ist oder Mann ist oder was man immer sein möchte, ne? Gut, jetzt schauen wir mal, was verhindert noch? Also es können natürlich auch die Vorfahren, die haben einen ungeheuer großen Einfluss auf unser jetziges Leben, Mutterlinie, Vaterlinie. Also wenn die Probleme gehabt haben mit der Geschlechtsfindung oder mit dem Östrogenspiegel, die Frauen dann der Vorfahren, aber ich mache parallel trotzdem die Männer, dann hat das auch im jetzigen Leben Einfluss. Ne? Bitte um Löschung des Karmas der Mutterlinie in allen der Mutter, in allen Dimensionen, allen Zeiten, Löschung, Vollständig Löschen mit dem Gerstler Schul ist gleich. Mutter, Großmutter, bitte um Löschung des Karmas der Großmutter in allen Dimensionen, allen Zeiten, Löschung, Vollständig Löschen mit dem Gerstler Schul ist gleich. Und bitte um Löschung des Karmas der Urgroßmutter und allen weiblichen Vorfahren. Allen Dimensionen, allen Zeiten, Löschung, Forschen, Löschen mit dem Gerstler Schul ist gleich. Bitte um Löschen des Karmas des Vaters in allen Dimensionen, allen Zeiten, Löschung, Forschen, Löschen mit dem Gerstler Schul ist gleich. Vater, Großvater, bitte um Löschen des Karmas des Großvaters in allen Dimensionen, allen Zeiten, Löschung, Forschen, Löschen mit dem Gerstler Schul ist gleich. Und Urgroßvater, ich bitte um Löschen des Karmas des Urgroßvaters und allen männlichen Vorfahren in allen Dimensionen, allen Zeiten, Löschung, Forschen, Löschen mit dem Gerstler Schul ist gleich. So, das fühlt sich doch mal ganz schön an. Schauen wir nochmal, was haben wir noch? Ist eher ein bisschen drumherum, aber wenn Sie im Stress sind, wenn Sie im inneren Kampf sind, wenn Sie in Ihren nicht in Ihrer weiblichen Energie sind, macht das mit dem Körper was. Der muss sich ja auf die Situation einstellen. Also wenn der Säbelzahntiger angreift, dann wird jede Frau zum Verteidiger ihres Heims, also praktisch zum Mann, alleine um diese Gefahr abwehren zu können. Das ist für den Moment ja auch nicht schlimm, wenn die tatsächliche Gefahr da ist. Aber wenn die Gefahr nur im Kopf ist und sich ständig da diesen Ideen machen, dann macht das was, um das Frausein zu verhindern. Ne? Also alle Stress und allen Stress nehme ich nochmal aus dem System von Ihnen jetzt raus. Und innere Gelassenheit, innere Freude spiele ich ein. Und dieses, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dieses Nestbauen, das Heim schön zu machen, trotzdem dürfen eine Frau natürlich arbeiten, ist doch gar keine Frage, aber trotzdem diesen Aspekt des wohligen Heims einzurichten und das Frausein auch zu leben und auszuleben, das spiele ich jetzt nochmal ein bei allen Zuschauern jetzt, Zuschauerinnen vermutlich mehr. Gut.
ich habe es vorhin schon gesagt, wir leben in den Zeiten, wo die Geschlechterdefinition durch die Wünsche der Gesellschaft wegnivelliert werden soll, wird uns eingeredet. Ich halte das für falsch. Frau ist Frau, Mann ist Mann. Und nur aus der Stärke dieser Geschlechterposition sind sie in ihrer Kraft. Also sich zum Mann verbiegen, weil sie damit diesen neuen Spielregeln besser entgegenkommen, das ist nicht richtig. Und beim Mann ist es genauso, wenn der Mann dann eine Frau spielen soll, das ist dann auch nicht gesund für den. Also bleiben sie in der klassischen Rolle, heißt überhaupt nichts, dass sie, wenn sie sich als Ingenieurin berufen fühlen, dass sie diesen Job auszuüben fangen, ganz klar. Aber wenn sie das machen, was ihre innere Berufung ist, darum geht es nicht, dass sie sich von außen beeinflussen lassen. Ne? So. Aber jetzt nochmal pauschal. Alles, was diesen Östrogenspiegel negativ beeinflusst, raus. Alles, was dazu führt, dass sie einen geschlechterspezifischen Östrogen- und altersspezifischen Östrogenspiegel haben, das spiele ich bei Ihnen ein. Oder so, wie Sie es gerne haben wollen. Das spiele ich bei Ihnen ein. Das fühlt sich ganz gut an. Gut, schauen wir nochmal. Sämtliche Probleme, die auf dem Eierstock sitzen, Eierstocken sind, also Zysten und sowas, die da nicht hingehören, das sollte man vielleicht mal nachschauen. Oder wir können ja mal die nicht gewünschten Zysten nehmen wir einfach mal weg. Ich glaube, es gibt auch eine Zyste, die muss da sein, damit die, Östrogen gebildet werden. Aber die jetzt das verhindern oder behindern, die nehmen wir jetzt mal raus. Und dass es so zur Norm des Schöpfers passieren darf, das spiele ich jetzt nochmal ein. Östrogenspiegel. Nochmal dieser Hinweis darauf, wenn Sie nicht in Ihrem richtigen Leben sind, also wenn Sie in der ständigen Sorge, Trauer, Angst, also im emotionalen Stress sitzen, macht das was mit dem Körper. Da können Sie auch gerne zum Arzt rennen und sich regelmäßig die Spritze geben lassen. Das bringt auf Dauer keinen richtigen Vorteil. Sie dürfen Ihr Leben bereinigen auf diesen Stress. Schauen Sie, was regt mich auf, was macht mich nervös, macht mich verrückt. Dass sie dieses rausbekommen, dass sie so in ihrem inneren Gleichgewicht sind. Ne? Alle diese Stress und sonstigen Ängste, Nervosität, was auch immer, nehmen wir jetzt alles raus. Und innere Gelassenheit, innere Freude, das Leben als Frau genießen, das Leben sich erfreuen an dem Frausein, das spiele ich jetzt nochmal ein. Ja, das hat doch, glaube ich, jetzt schon ein bisschen was gebracht. Ja, die kleine spannende Übung für Behebung des Östrogenmangels. Auch wieder so ein Modell, wieder ein Bild. Und das Bild ist wie folgt. Sie stellen sich vor, Sie gehen unter eine energetische Dusche. Das machen wir jetzt mal. Augen schließen. Okay, und da sehen Sie vom inneren Augen sehen Sie eine energetische Dusche, wie eine normale Dusche, aber das ist jetzt eine energetische Dusche. Jetzt gehen Sie da ganz langsam hin. Okay.
Und da sind dann so Knöpfe an der Wand, wie man das auch, wie man beim Warmwasser haben. Aber für Energie zur Einstellung des Östrogenspiegels in dem System. Der rechte ist für mehr und der linke ist für weniger. Also links rumdrehen wird es weniger. Oder wir haben zwei Knöpfe, habe ich jetzt gemacht. Also rechts drehen sie es an, wenn sie mehr brauchen, und links, wenn sie ein bisschen weniger brauchen. So, jetzt einmal atmen, tief einatmen, tief ausatmen und anstellen. Und Sie merken, wie Ihr Östrogenspiegel, wie diese energetischen Wolke oder Strahlen durch Sie durchgehen und all Ihren Körperzellen regulieren, sodass Sie das gewünschte Ziel bekommen, was Sie sich vorgestellt haben. In den meisten Fällen eben höheren Östrogenspiegel, in manchen Fällen auch niedrigen, so wie Sie es wollen, so wird es passieren. Es gibt ja dieses schöne Wort zur Norm des Schöpfers, so wie es sein soll, wie es vorgesehen ist. Okay, dann machen wir es noch einmal. Diese Dusche über Ihnen, die füllt Ihren gesamten System energetisch jetzt auf. So wie Sie es brauchen, wie es gerade für Ihre Situation angemessen ist, jetzt und so fort. Ja, wunderbar. Das war die Übung mit der Östrogendusche. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bin ja mal gespannt über die Kommentare, die Sie da drunter schreiben. Da freuen wir uns über jeden Kommentar. Vor allen Dingen, wenn er positiv ist, natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich das durchaus mal ein paar Mal mehr anschauen sollte, weil gut Ding braucht manchmal auch Wiederholung. Vielleicht auch so ein bisschen Mindänderung, ne, in dem Falle. Also mangelnder Östrogenspiegel kam ja raus ein bisschen bei der Arbeit gerade, hat auch viel mit dem äußeren Einflüssen zu tun. Umweltgifte ist ein Aspekt, aber Emotionen ist der andere Aspekt, ne? Und dieses in den richtigen Weg zu leiten, macht was. Und dann sind Sie die perfekte Frau für das Alter, was es ist. Meinetwegen Menopause oder davor, der fruchtbaren Zeit oder was auch immer. Ne? Kindheitszeit. Dann dürfen Sie auch einen anderen Östrogenspiegel haben. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Machen Sie es gut. Ihr Cornelius van Dessen.